Hallo Leute, ich habe hier zwei Body Scrubs, also Körperpeelings. Die habe ich selber gemacht und es sind zwei unterschiedliche. Das hier ist einmal so ein Grundrezept und hier habe ich nochmal so ein paar kleine Special Effects rein. Und ja, ich weiß, die Schleife ist nicht so toll, ich kann nicht so gut dekorieren. Die hier war übrigens schon fertig, diese Schleife. Aber ihr kriegt das bestimmt besser hin. Und das ist jetzt super noch als Muttertagsgeschenk oder für Weihnachten oder für einen Geburtstag. Einfach mal als kleine nette Geste. Und sowas kann, glaube ich, jeder brauchen. Die Haut ist danach mega, mega weich. Und ihr braucht euch auch nach dem Duschen nicht mehr eincremen. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich liebe das. Ich benutze sowas eigentlich immer beim Duschen. Als allererstes braucht ihr eine Schüssel, eine Gabel und einen Löffel. Eine ganz normale Tasse, vielleicht nicht ganz so groß. Zucker. Ich habe das jetzt hier in so einer Dose drin. ein paar Einmachgläser, aber ein Marmeladenglas tut's auch. Und Kokosöl. Ihr könnt aber, falls ihr keines habt, auch Olivenöl nehmen. Und dann habe ich hier noch so Zitronensaft. Ihr könnt es aber auch aus einer frischen Zitrone nehmen. Ich nehme jetzt hier meine Tasse und fülle die mit Zucker. So, die Tasse sollte ja ziemlich voll sein, muss nicht ganz voll sein. Und dann kippt ihr das alles in die Schüssel. Ich benutze insgesamt 3 Tassen Zucker. Und dann kommen wir auch schon zum Kokosöl. Das hier ist jetzt hart, weil die Temperatur hier zu niedrig ist. Deshalb muss ich das erhitzen. Und dafür nehme ich mir einfach ein paar Löffel in eine hitzebeständige Tasse und mache das Ganze in die Mikrowelle. Da lasse ich das jetzt auf einer relativ niedrigen Temperatur eine Minute drin. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen abschätzen. So, jetzt schauen wir mal. Die Mikrowelle ist fertig. Und dann gucken wir mal, ob das Öl auch flüssig geworden ist. Ja, flüssig ist auf jeden Fall. Ich hatte auch eine schöne Sauerei dann in der Küche. Auf jeden Fall kippt ihr dann das Öl in den Zucker rein und verrührt es gut, am besten mit der Gabel, weil die diese Zacken hat. Und guckt, dass keine Klumpen entstehen. Dann nehmt ihr noch so 2-3 Esslöffel Zitronensaft. Ja, das wirkt so ein bisschen wie ein Konservierungsstoff, dadurch hält sich das Ganze länger und es riecht natürlich auch lecker. Dann nochmal ordentlich verrühren. Gucken, dass wirklich nicht so viele Klumpen drin sind. Richtig schön durchrühren. So, und das Ganze ist noch ein bisschen trocken, deswegen erhitze ich nochmal ein kleines bisschen Kokosöl, damit ich das nochmal untermischen kann. Und die Mikrowellenszene filme ich jetzt nicht nochmal. Das Ganze ist jetzt flüssig. Und jetzt müsst ihr natürlich nochmal ordentlich durchmischen. Und guckt wirklich, dass danach nicht irgendwie noch Zucker trocken ist. Dann nehmt ihr eure Gläschen. Ich habe jetzt hier so ein Einmachglas aus so einem Dekoladen. Und fülle das komplett voll. Oh, jetzt mal hier ein bisschen schneller. ja, das ist jetzt das Grundrezept, was ich hier gemacht habe. Und das Schöne ist, man kann es auch essen. Schmeckt nur nicht. So, dann machen wir den Rand schön sauber, damit da nicht alles zuklebt. Und Gläschen zu. Kann man noch ein bisschen Deko dran machen und fertig. Meine nächste Variante besteht aus dem gleichen Grundrezept, nur dass ich noch ein bisschen Deko-Herzen und Deko-Konfetti, also das ist alles so Essbares, was eigentlich in den Kuchen reinkommt. Das mische ich einfach hier runter und ich finde, das sieht einfach schöner aus. Und ich habe auch mal geschaut, es färbt nicht an den Zucker ab, zumindest bei meinen Deko-Stückchen nicht. Und das sieht eigentlich echt ganz cool aus. Also da sind jetzt Herzchen drin, jetzt mache ich noch ein bisschen buntes Esskonfetti rein und nochmal schön verrühren, damit das auch überall ist. Und dann fülle ich das wieder in meine Gläschen ab. Das hier ist jetzt das gleiche Glas. Ich habe die übrigens, der Laden heißt Nanunana. Und die haben weniger als 1 Euro gekostet. Also ist echt günstig. Und das Rezept allgemein ist super schnell und günstig.
Ich mache jetzt oben drauf noch ein paar Herzchen, weil es einfach ganz schön aussieht. Erstens, weil es oben durch den Deckel durchschimmert. Und zweitens, weil man sich doch dann freut, wenn man das Döschen aufmacht und oben drauf Herzchen sind. Oder? Und fertig ist mein Deko-Konfetti-Body-Scrub. Hier benutze ich noch einmal ja, so ein anderes Gefäß. Da war vorher auch ein Körperpeeling drin vom Müller. Und das ist super gut, weil das nämlich oben so eine breite Öffnung hat und man da mit der Hand super gut reinkommt. Jetzt kommen wir zur Anwendung. Ich zeige euch das natürlich jetzt nur an meinem Arm. Es ist aber für den ganzen Körper gedacht. Ihr macht einfach euren Körper nass und dann benutzt ihr einfach ein bisschen Body Scrub und reibt damit schön eure Haut ein. Das ist echt ein super angenehmes Peeling und macht die Haut danach total weich von dem Öl. Ihr müsst euch danach auch nicht mehr eincremen. Jetzt wasche ich das Body Scrub wieder ab. Dann müsst ihr natürlich gut abwaschen, weil der Zucker klebt sonst auf der Haut. Und dann ja nochmal ein bisschen mit der Hand drüber und abtrocknen und dann seid ihr auch schon fertig. So, das war mein Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht es doch nach. Wenn ihr es nachmacht, dann schreibt mir es unbedingt in die Kommentare und bitte kommentiert, dass ihr es auch so geil findet. Ja, also macht es nach und probiert's aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!